Dann probieren wir Schädel Nummer, also Loch Nummer 3. Das sind auf jeden Fall Fallen, für die ich eine höhere Aufmerksamkeit brauche. Oder eine höhere Wahrnehmung. So, okay, nach Norden gehen. Augen hochklettern, linkes Auge. Enterhaken werfen. Nachdem du den Haken und dein Seil verankert hast, lässt du dich in den Schand des Schädels hinab. Ja. Als du innehältst, um deine Umgebung zu betrachten, dröhnt das drückende Trommeln in deine Ohren. Ich würde wetten, so nett wie die Entwickler sind, ist das schwierig, am schwierigsten zu erreichen, der Auge. Oder zu betreten, der Auge, das Wichtigste, Richtigste. Big evil monster statue at the entrance. I've got a good feeling about this. Ein Berg, der wie ein Schädel aussieht, große böse Monsterstatue am Eingang. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. What's this? I already told those Aeotan clods were at capacity for scribes and acolytes. Those incessant drums have beaten our guards senseless. Was ist das? Ich habe diesen Idioten bereits gesagt, dass wir die Kapazität für Schreiber und Akolyten bereits ausgeschöpft haben. Dieses unaufhörliche Trommeln hat unsere Wachen besinnungslos geschlagen. Ein gewandter Akolyt schützt seine Lippen und schreit mit einem Blick offener Abschätzung auf dich zu. Don't tell me the tribe sent you. We have a hard enough time reaching high shelves as it is. Sag mir nicht, dass dich der Stamm geschickt hat. Wir hatten jetzt schon unsere Probleme, die hohen Regale zu erreichen. We aren't accepting new recruits. Now go. Our progress wallows as you degrade the left eye with your presence. Wir nehmen keine neuen Rekruten auf und jetzt geh. Unser Fortschritt steht auf der Stelle, während du das linke Auge mit deiner Anwesenheit degradierst. Er macht eine scheuchende Bewegung. Ich suche nach Kali. Tut mir leid, ich bin neu hier. Sollte ich im rechten Auge sein? Ich habe einige Fragen. Angreifen. Etwas sagt mir, dass ich das hier genießen werde. Ich habe einige Fragen. And it's my vested responsibility to satisfy these questions. No. Und es liegt in meiner verbürgten Verantwortung, diese Frage zufriedenzustellen? Nein. Only Nemnok's chosen are allowed here. We're all full up. I should kill you for even glimpsing this sanctum uninvited. Nur Nemnoks Auserwählte sind hier erlaubt und wir haben keinen Platz mehr. Ich sollte dich schon dafür töten, dass du dieses Heiligtum uneingeladen angesehen hast. Er trommelt mit dem Daumen gegen sein Kinn und wägt die Sache ab. Nemnok ist der Gott dieses Ortes, oder? Gott des Berges und Gott des Stammes. Kinnuk kneift die Augen zusammen. We have the honor to serve as his scribes, researchers and translators. The Aeotan just makes sure our work is swift and efficient. Wir haben die Ehre, als seine Schreiber, Forscher und Übersetzer zu dienen. Die Aeotan stellen einfach sicher, dass unsere Arbeit schnell und effizient geschieht. Warum braucht Nemnok Schreiber? That should be obvious. Nemnok loves nothing above arcane scrolls and wizard grimoires. Das sollte offensichtlich sein. Nemnok liebt nichts mehr als antike Schriftrollen und Zauberbücher. The Mighty One cannot be bothered to pore over every document. So we labor to make the work easier. Aber der Mächtige kann nicht damit belästigt werden, sich jedes Dokument anzusehen. Also schuften wir, um die Arbeit einfacher zu machen. He is, shall we say, immune to literacy. Er ist, sagen wir mal, immun gegenüber der Fähigkeit zu lesen und zu schreiben. Kino kreuzt sich in seine Faust. And who exactly put him in charge? Und wer genau hat ihm die Verantwortung übertragen? Er verschränkt die Arme und sieht sich um. Nemnok takes power, Elf. He came from humble beginnings, where not a favor was granted him. Nemnok nimmt Macht, Elf. Er kam aus einfachen Verhältnissen, wo ihm kein Gefallen getan wurde. Kinnuk spuckt aus. Ich suche nach Kali. The new boy. Nemnok fawns over him in the lower sanctum. Der neue Junge, Nemnok scharwenzelt im unteren Heiligtum in ihm herum. Kinnuk verzieht das Gesicht in Richtung Ausgang. Only acolytes, ogres and naga go down there, and any of them would chew you to pieces. Nur Akolyten, Ogre und Nager gehen dort hinunter und jeder von ihnen würde dich in Stücke reißen. Sein Feixen wird noch breit und seine Zähne blitzen hervor.
Wirst du eventuell über dich bringen, mich vorbeizulassen? What spasm of unreason compels you to ask this? No. Welche Zuckung des Unverstandes hat dich dazu gebracht, das zu fragen? Nein. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Auf Wiedersehen. Seeing as Nemnach hates unexpected company, let me summon an escort. Da Nemnach ungewesene Gesellschaft hasst, erlaub es mir, eine Eskorte herbeizurufen. Kinnor zwinkert und schnippt sofort mit den Fingern. Okay. Also die sind nicht gerade schwierig. Sie halten bloß wieder viel aus. Komm, wir tun dich mal aus dem Spiel nehmen. Oh. Au, oh, Seraphin. Nicht gut. Kriegt ihr mal einen Tod? Wow. Idee. Okay, Edir, du solltest dich dringend mal heilen. Stuck in the doldrums here. Yeah? Leave it to me. Bin ich froh, dass Alof diese Bogenfähigkeit hat. What do you need? Oh, ein hervorragender Speer und hervorragende Gambas. Und das würde es erklären, warum die ein bisschen was ausgehalten haben. Good thinking. Happily. Kinnox Notiz. Einer dieser Eoten-Dunkköpfe hat aus Versehen gegen den Schalter zum privaten Lagerraum des Meisters getreten und ihn beinahe von der Wand geholt. Ist denn die heilige Pflicht, die Trommeln zu schlagen und durch die Hallen zu wandern, so langweilig, dass sie unser Zuhause Stein um Stein zerlegen müssen? Ich habe mir die Freiheit genommen, einige feste Lampenöl vor dem Schalter zu schieben. Wenigstens wird jeder, der jetzt dagegen tritt, nicht mehr dazu kommen, es zu bereuen. Keiner von euch sollte den Lagerraum betreten müssen. Ich will aber keine Verzögerung, wenn der Meister nach seinem Lieblingsumhang schicken lässt. Ach ja, der Stufenaufstieg. Okay, wir sind schon mal reingekommen. Jemand hat mühevoller Kleinarbeit diese Schriftrolle mit Arkanenwissen mit Aussprachehilfen versehen. Okay. Was ist hier noch drin? Noch mehr Zeug. I shall be discreet. Ja, ertrunkene Hügelgräber und da geht's runter, wahrscheinlich in den unteren Bereich, wo wir vorhin waren.
Ein Jod und eine Hügelkraftwaffe, okay. Ach, ihr seid bewegungsunfähig, okay. Ja, Alof, Bogen raus. Oh, jetzt sind sie auch noch versteinert. Das ist nicht so schön. Hund ist mal wieder down. Also Fenrir. Weißt du was, übernehmen den wir mal. Immer noch versteinert? Wie lange verhebt die Versteinerung denn bitte an? Und ich hätte bei ihr einfach mal auf Fernkampf wechseln können. Wenn sie schon nicht im Nahkampf angreifen kann, dass sie wenigstens allgemein Schaden machen kann. Der hat Angst und wehrt sich deswegen nicht. Gut. Ich sollte diese Fähigkeit bei Alof auf jeden Fall immer am Anfang des Kampfes benutzen. Und ich sollte mal unsere Truppe richtig einstellen. So. Wieder jede Menge gutes Zeug. Notiz an die Schmiede. Lass dies als allgemeine Erinnerung dienen, dass die Flammennagel empfindlich auf Störungen reagieren. Wenn ihr nach unten müsst, dann macht einen großen Bogen um die Schmiedemeisterin Titus, wenn sie bei der Arbeit ist. Viele ihrer Leute hatten in der Vergangenheit keine guten Begegnungen mit Gestandenen und nutzten die Schmiede als eine Art kreatives Ventil. Lass uns alle dazu beitragen, dass sie sich hier wohlfühlen. In Ordnung? Akolyt Kinuk. Eine Hügelgrabwache, noch eine Hügelgrabwache und noch eine dritte. Okay, das ist ein Hexenmeister, der kann als erster weg. Du holst dir den Ettin. Autsch. Okay, Palegina. Ich habe keine Auferstehung, gell? Nein. Muss hier mal die Hügelgrabwache. What for, Cap? I can't do it. Captain.